Hallo Leute, herzlich willkommen bei Somcard und wir spielen das Spiel Empyrean Galactic Survival. Ich habe leider das schon mal gespielt, es tut mir leid, also ich weiß schon ein bisschen, was auf uns zukommt. Ich hatte schon mal eine Aufnahme, aber ich habe leider vergessen, das Mikro anzumachen und da war 4 Stunden, oder sage ich mal, also ich habe 4 Spiele gemacht und beziehungsweise 4 Aufnahmen und bei allen 4 Aufnahmen war kein Sound da und ich rede und rede und rede und man hat nichts gehört. Deswegen muss ich das alles leider normal machen. Aber ist auf einer doch gut. Ja, so weiß ich schon ein bisschen, was so auf mich zukommt. Und leider muss ich sagen, also ich mache einfach Spielladen, weil ich bin nicht weit gekommen. Ja, es ist eigentlich nicht viel passiert, sage ich jetzt mal. Ich weiß aber ungefähr schon so, was auf uns zukommt. Ja, es ist sehr umständlich, muss ich sagen. Also für mich als Survival-Spieler so und auch für mich als so Weltraum-Fan. Es ist für mich einfach, es hat Potenzial. Es ist viel los da drin auf jeden Fall. Man kann eigentlich einiges machen. Aber es ist für Leute, die das erstmal, die so einen Einstieg erstmal haben in dieses Genre und auch, sage ich jetzt mal, einfach das Spiel irgendwie genießen wollen, ist es echt zu anstrengend. Ja, also so eine allgemeine Meinung, die ich dazu habe. Also zum Beispiel für mich, ich möchte einfach reinkommen, möchte einfach ganz entspannt irgendwelche Tutorials verfolgen, ohne viel nachzudenken. Ich möchte einfach das Spiel genießen. Und hier ist es so, dass man wirklich schon echt alles durchforsten muss ungefähr, was man wirklich zu tun hat. Ja? Also es ist nicht viel passiert. Ich habe, wie gesagt, man landet sozusagen hier mit dieser Rettungskapsel, dann kommt halt irgendwelche Erklärungen, wie zum Beispiel die Modis hier. Du hast eine Waffe, du kannst einfach dich verteidigen mit dieser Waffe, du kannst einfach Ressourcen abbauen mit dieser Waffe und einmal auch alles zerlegen mit dieser Waffe. Und ja, also wir haben, wie gesagt, nicht viel gebaut. Hier mal Statistiken. Man hat auch einen Technologiebaum. Ja, durch Punkte kriegt man da Sachen freigeschaltet. Ist eigentlich üblich bei Survival Games. Man kann hier eine Gilde, Fraktion bisher aufmachen. PDA zum alles nachlesen. Und das ist hier sehr groß geschrieben, das Nachlesen. Denn man bekommt am Anfang zwar ein Tutorial, aber dann auf einmal hört es abrupt auf und sagt, hier steht alles, hier liest dich durch. Und dann wirst du da reingeworfen und das war's. Ja, und das finde ich schon ein bisschen schade. Also auch die Einzelmissionen und sowas sind irgendwie nicht so wirklich für den Anfang gedacht, sondern eher schon so, dass du mal ein bisschen schon gespielt hast, ein bisschen mehr Ahnung hast. Ja, ich meine, so eine Empyreopedia oder in dem Sinne eine Wikipedia ist schon nicht schlecht. Aber, also ich bin so ein Typ, ich möchte spielen und nicht stundenlang lesen. Ja, deswegen. Also so eine totale Missionen wären schon nicht schlecht gewesen. Klar, man sieht hier, ne, denkst, aber auch wieder lesen, lesen, lesen. Okay? Es wäre ja einfach cool gewesen, zum Beispiel, sammle 10 Steine, sammle 20 Steine, daraus baust du das erstmal, dann setzt du den Block hin, dann baust du noch andere Blöcke, setzt diese an, diese Blöcke und halt sowas. So ein bisschen leichte Reinführung, das fehlt hier so ein bisschen. Ansonsten, es hat viel Potenzial, man kann Schiffe bauen, man kann Stationen bauen, man kann so eine Hover-Dinger bauen. Ja, also es ist schon, hat schon sehr, sehr großes Potenzial. Und man kann auch andere Planeten bereisen und so weiter. Das ist hier so mein Startplanet. Und so groß ist er eigentlich auch nicht, der Planet. Also, ne? Es geht eigentlich. Ja, und ich gucke jetzt mal, was ich so rausfinde. Schlafen, geht die Sonne jetzt unter? Ne, die Sonne geht jetzt auf. Okay. Es sieht schon cool aus, ja? Kann man nicht meckern. Also grafisch sieht es schon gut aus. Ich habe natürlich jetzt die Grasdistanz hoch gemacht. Ich habe die Grasdichte natürlich runter gemacht. Aber ich finde, es sieht auch so schön aus. Also das reicht vollkommen, so wie es ist. Genau. Ich hatte auch schon mal hier mein Boot, mein Schiff ist das, mein Schiff. Das ist das Grundgerüst vom Schiff. Ich muss es halb zerlegen, weil ich da drinnen festgebackt bin. Deswegen, im Endeffekt kann ich das eigentlich komplett hier zerlegen. Weil ich muss es einfach neu bauen. Ja. Es gibt hier wie eine Art vorgefertigte Blaupausen. Zumindest für die Anfangsframes. Und daran kann man sozusagen sein Ding bauen. So. Ich habe auch schon, wie gesagt, einiges schon vorbereitet, sage ich jetzt mal. Ich habe schon einiges für den Anfang getan und gesammelt.
Ja, es gibt hier Kohlenstoff, es gibt Fasern, es gibt Holz. Ja, dann gibt es noch Eisenerz, Dings, Kupfer gibt es, glaube ich, auch. Aluminium. Und das Gute ist halt, es gibt auch solche Riesensteine und aus diesen Steinen kann man sozusagen mit diesem Teil hier, den hier, mit diesem Portable Constructor, den man am Anfang bauen muss, kann man sozusagen verschiedene Materialien rausfiltern. Ne? Ist schon cool gemacht. So, da gibt es hier auch noch, das hat wohl dafür Weltraum viel zu tun oder auf Planeten, wo wir nicht atmen können. Wir sind momentan auf einem Planeten, wo wir atmen können. Ja, wo wir keine O2 brauchen. Aber da gibt es zum Beispiel einen Wasserstoffgenerator, da müssen wir eine Energiequelle reinmachen, zum Beispiel so einen Treibstofftank. Aber der ist schnell getan, weil man dafür nur Fasern braucht. Und da legt man das einfach nur da rein. Das Gute ist, er baut hier alles allein. Das heißt, wenn wir die Materialien haben, wir drücken hier drauf, müssen wir nicht extra gucken, wir brauchen noch Elektronik, müsst ihr jetzt Elektronik bauen? Nein, wir drücken einmal hier drauf und er baut automatisch, ne, was wir benötigen. Das finde ich ein cooles Feature. Das hat schon was. Und genau, wir mussten jetzt einfach so eine Vorlage bauen. So einen Kern habe ich mal gebaut. Oh. Multitool-Modus, Block zurückholen, gibt volle Blöcke. Okay. Ich brauche dringend zum Multitool. Aber irgendwie, da ist Multiwerks. Ach so, das ist ein Multitool. Okay. Ja, also man muss hier wirklich einiges lesen, es ist einiges. Auch hier, das Zeug am Anfang habe ich nicht gefunden. Es stand Zeug so und ich dachte, hä, wo sind denn die ganzen Werkbänke und sowas alles? Aber man muss hier oben nachgucken. Es ist vom Design her, finde ich, sehr schlicht gehalten. Ja, hätte vielleicht ein bisschen nachbauen. So, den Hoverbike habe ich schon mal gebaut. Man muss so einen Baukasten bauen. Der befindet sich hier. Ja, brauchst du bis 5 Kohlenstoffsubstrate. Das ist eigentlich schnell gesammelt. Dann so ein Baukasten und dann baust du dir dein Hoverbike. Das Ding muss man hinsetzen und nach ein paar Minuten tut es da sich einpacken und dann kannst du es wieder aufsammeln. Also ich würde es nirgendwo rumstehen lassen oder sowas, dann ist das ganz schnell weg. Genau, Klonkammer ist dafür da, um den Spawnpunkt festzulegen. Also das sind so die Dinger, die könnten wir jetzt schon mal alles bauen. Automatiktüren, Frachtboxen, kleine Solarpanels. So. Aber es gab so ein kleines Tutorial. Also, wenn man was Neues findet, gibt es natürlich wieder einen Eintrag in der Wikipedia. Da steht dann drinne, okay, du hast was Neues freigeschaltet. Das ist so ungefähr. Also, mal viel, viel nachlesen. Ja. Aber so wirklich ein Leitfaden in Form von Tutorials gibt es leider nicht. Wie gesagt, sehr viel lesen. Ja. Es gibt auch ein, zwei Videos, die sind nicht schlecht, die den Umgang mit diesem Multitool hier beschreiben, ne, was für Dings es gibt. Und da gibt es noch irgendwas anderes. Ich glaube, wir können ja gerne mal nachgucken. Das war hier, nee, hier war das irgendwo Tutorial, genau, Videoanleitungen, also Überlebenstools, ne, Tipps für den Einstieg. Aber es ist nicht gerade viel. So, im Endeffekt muss man jetzt eigentlich ganz viel sammeln und aus diesem Gesammelten irgendwas hier bauen. Ja. So. Genau. Wir haben jetzt hier so ein Ding, ja, gesammelt. Oh, kann ich eigentlich hier reinpacken? So. Und das packen wir jetzt einfach hier rein. Und schon tut der automatisch, hier steht es jetzt, jetzt ist für 15 Minuten da Brennstoff drin und tut es einfach alle 70 Sekunden was herstellen. Dabei ist es egal was. Also er wechselt immer. Er steht hier. Er produziert gerade O2-Flaschen. Ja, und die geben halt Sauerstoff wieder. Und das hier, ja, steht auch immer da, hilft gegen Kater und Feuer und kühlt halt dich ab und sowas alles. Aber im Moment brauchen wir nicht viel. Das Gute ist, also aktivieren tut man im Inventar mit Shift und Rechtsklick und dann isst er das. Das Gute ist, man kann durch diese Nüsse, durch diese Pflanzenproteine sofort so einen Konzentratriegel bauen. Man muss eigentlich nicht viel sammeln. Ja, jetzt zum Beispiel. So, und schon hat man so einen Riegel und das ist schon ganz cool gemacht. Wenn man Neues findet, kriegt man so eine Entdeckermünzen, so eine Entdeckermarken. Die kann man in den Handelsposten eintauschen gegen andere Waren. Das steht auch hier. Aber man muss natürlich erstmal in den Handelsposten hinkommen und das ist erstmal ein sehr, sehr weiter Schritt. Und ja, wir gucken jetzt erstmal, wie wir jetzt am besten hier vorangehen. Also ich brauchte auf jeden Fall, das geht über F2.
Da kann man hier so einen Rahmen bauen. Wir bauen jetzt nämlich auch so einen Rahmen. Mal gucken, HFRAME ist das genau. Und dem muss ich jetzt zur Fabrik hinzufügen. Und ich brauche Kohlenstoffsubrat 14 Stück. So. Und dann bauen wir den Rahmen sogar sozusagen neu. Ja. Gucken wir mal. So, Tool muss ich hier Ressourcenmodus gehen. Und dann kann ich sozusagen drauf schießen. Und dann geht das in Gang. So. Und es gibt hier auch Terraforming. Ja. Das war, glaube ich, Zerlegemodus. Nee, auch nicht. So ein bisschen Terraforming konnte ich vorhin machen. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt nicht geht. Wer weiß. Naja, egal. Also Ressourcen, wie gesagt, gibt es hier genug. Na, also wir haben echt einiges zu tun. Muss bloß mal gucken, dass ich hier auch zurück. Ressource ist da, okay. Wegpunkt, machen wir jetzt einfach einen Wegpunkt und zwar so ein Zuhause-Ding. Name, machen wir Base. Damit wir auch Bescheid wissen. Annäherung entfernen, Wegpunkt, so, zack. Na, weiß man Bescheid. Damit wir hier ja nicht so uns verlaufen. So, was ist hier? Oh. Kohlenstoff. Ne, gibt nichts, gibt nur Erfahrung. Bis jetzt habe ich hier noch keine einzigen Dings gesehen. Gegner oder irgendwelche Kreaturen. Oh, Level 3 bin ich schon erreicht. Gut. Muss ich mal ganz viel Kohlenstoffsubstrat hier finden. Und so tut man sozusagen eigentlich das Abbauen. Hier das Eisen zum Beispiel. Unten rechts sieht man zum Beispiel, wie was Dings hat. Haltbarkeit. Und die baut man sozusagen ab und dann bekommt man das. Oh, das Stein. Stein brauche ich jetzt erstmal nicht. Kohle brauche ich. Ja, 21 Stück. Hier ist Silizium. Das ist auch, also nicht Aluminium, Silizium war das. Auch sehr wichtig. Kupfer. Also es ist am Anfang sehr, sehr viel Sammeln. Aber das haben wir wie jedem Spiel. Ein bisschen Faser kann ich natürlich auch mitnehmen. Ah, jetzt macht das so. Ja, also Terraforming geht, es dauert nur ein bisschen. Und die Büsche kann ich natürlich auch abernten, einfach so und dann wieder wachsen lassen. Aber eigentlich brauche ich das jetzt alles nicht. So, Pflanzenprotein geben die Dinger, genau. So, hier. Falls ich wieder Essen brauche. Also Silizium, ganz wichtig. Und wie gesagt, sollte sich alles abgeerntet worden sein, dann kann man noch die Steine abernten und daraus kann man dann sozusagen diese Kohlen machen, Silizium machen. Also er filtert sozusagen den Rest noch raus, er quetscht Reste noch raus aus diesen ganzen Dingern. Ist eine gute Lösung, finde ich toll. Wenn man wirklich schon alles fertig hat und noch kein Schiff gebaut hat, um zum nächsten Planeten zu gehen. Ja. Aber es findet sich ja schon auch so auch ganz schön viel. So. Kohlenstoff, jetzt sollten wir genug haben. Gehen wir wieder zurück. Wir haben eigentlich ein Hoverbike, das können wir eigentlich schnell setzen. Zack. So, dann steigen wir da ein und los geht's. Und ich glaube, das braucht auch keinen Strom oder Brennstoff oder sowas. Es ist nur ein bisschen, die Steuerung ein bisschen kompliziert, aber ansonsten ist alles gut. Okay. Gut, wie gesagt, das packt sich nachher wieder ein. Wir können es aber auch so wieder aufnehmen. Und dann ist das gut. So. Und ihr seht, die hat hier was gemacht und nach 9 Minuten hört er tatsächlich auf, was zu machen. So, jetzt gucken wir mal hier. Also, hier brauche ich nichts. Ich brauche bei F2, da habe ich ja das angesetzt, dann mache ich das jetzt hier rein. Und dann kann ich eins produzieren und dann macht er das. 45 Sekunden baut er so ein Ding. Und dann geht das alles seinen Gang.
Genau, man kann natürlich auch eine andere bauen, aber ich mache einfach nur den Frame und dann baue ich mir das irgendwie selber. Ich muss halt nur wissen, wie ich das machen soll. Ja. Also hier gibt es auch ganz viele Schiffe und sowas alles. Falls man nicht so kreativ sein möchte oder falls man keinen Bock hat, kann man ja wie gesagt alles bauen lassen. Ja. So, Objekt erzeugen. Ich setze das mal ganz woanders hin. Nicht, dass ich mich wieder festbacke. Genau. Man kann das hier drehen. Durch die Entferntaste, Endetaste, Bild auf und Bild runter Taste und sowas alles. Zack. So, da ist jetzt mein Bodenkleider. Wie genau das jetzt so geht, keine Ahnung. So, F5 zum Beispiel habe ich eine Drohne. Man muss aber aufpassen, wenn man mich diese Drohne steuert, dann schießt man nicht mit dem Charakter. Also da muss man echt aufpassen. Ja. Oh, jetzt ist das Ding runtergefallen. Auch nicht schlecht. Ja. Also mit der Drohne kann man auch einiges machen. Genau. Man schickt die Drohne meistens, wenn man Untergrund buddeln möchte oder sowas. Also man kann ja wie gesagt komplett Terraforming betreiben. Man kann den Erdkern runterbuddeln, alles. Das ist eigentlich schon cool gemacht. Es hat, wie gesagt, Potenzial. Aber es ist sehr umständlich. Also finde ich jetzt persönlich. Finde ich umständlich. Für jemanden, der mal sozusagen ein, zwei Stunden am Tag so spielt, mag es am Anfang sehr erdrückend wirken. Ja, also deswegen. Es ist so ein Langzeitspiel. Sollte man sich vorher überlegen, bevor man wirklich das Spiel angeht, ob man wirklich diese Zeit und sowas alles auch aufnimmt. Und dann, genau. So. Kleiner Konstruktor. Gerät für die Position fast alle Vorlagen. Normale Geschwindigkeit. Das habe ich doch aber schon, oder? Konstruktor? Ja. Ah, ne, Portable Konstruktor ist das. Genau. Wassergenerator, Klonkammer. Energiekondensator, Kern. Ich weiß nicht, wofür ein Kern ist. Ist jetzt die Kerne, um Strukturschiff zu übernehmen. Ferne Fertigkeit, um die Struktur des Schiffs zu demontieren. Aha. Gut, ich glaube, ich muss den Kern einfach bauen. Wir gucken mal. So, da brauche ich auf jeden Fall 5 Computer. 2, 3, 4, 5. Und er tut jetzt automatisch sozusagen das bauen, was wir benötigen. Dann geht das in Gang. Aber er hat leider nur einen da. Also zwei kann ich jetzt nur. Ich brauche also Elektronik. Für Elektronik brauche ich Kupferbahn und Siliziumbahn. Ich habe natürlich beides nicht da. Wo ich das eigentlich bauen könnte, aber irgendwie macht das nicht. Also, manchmal ist es komisch. Wahrscheinlich habe ich nicht genug. Okay, ich brauche Silizium und das. Aber hier ist doch alles. Bau's doch, Junge. Kabel habe ich doch auch hier. Warte, dauert es ein bisschen. Ja, so. Das checkt. Gut. Super. Oh, was hat er hier jetzt? Hat er zwei jetzt hier reingelegt? Okay, auch nicht schlecht. Gut. Genau, warte mal. Nee, hier nicht. Hier konnte ich zum Beispiel den Portable-Konstruktor bauen für den Anfang. Ja. Okay. So, die tragbaren Dinger. Genau, wir bauen jetzt mal einen Kern. Ich bin gespannt. Treibstofftank, Generator. Ja, Sauerstoff hier durch gefüllte O2-Tanks. Das heißt, um wirklich da im Weltraum zu überleben, muss ich mir wirklich die Welt, die Treibstoffdinger, nicht Treibstoff, hier diese Sauerstoffdinger wirklich selber bauen. Wahrscheinlich genug davon haben. Und umso mehr ich habe, umso weiter komme ich wahrscheinlich. Das ist schon krass.
Deswegen, ich baue jetzt einfach mal alles. Ich muss mal gucken, wie das ist. Aber eigentlich möchte ich jetzt wissen, wie ich das Schiff baue. Und ich hoffe jetzt, dass ich, wenn ich den Kern gebaut habe, das scheiß Ding hier irgendwo einsetzen kann. Weil das wäre eigentlich schon cool. Ja. So. Aber man ist, ich bin hier halt gestrandet, ne, mit diesem Pott. Und, ja. Was ist das? Quote? Was ist das? Was bedeutet Quone? Was ist das? Okay, komisch. Keine Ahnung. Gut, ist der Kern fertig? Ja, der Kern ist fertig. So. Und hier steht auch Kern ausgewählt. Verschiebe das Vorschaumodell mit der Maus an einen Stern. Dies passt vorgeschlagene HV-Rahmenposition. So, jetzt ist die Frage. Macht er das hier drinnen auch? Oder irgendwie? Ich weiß es nicht. Das so richtig ist, was ich hier so tue. So, ich setze ihn jetzt einfach mal hier ein und dann der Kern ist das Herzstück in der Basis dieses Schiffs. Mit dem Kern kannst du über das Bedienfeld P auf alle Geräte zugreifen und sie verwalten. Wenn du einen Generator und einen Treibstofftank hast, öffne das Bedienfeld und ziehe den Power-Regler nach rechts. Alternativ kannst du das Schiff auch ein- und ausschalten, indem du Y drückst. Tut sie nix. P? Ah, mit P. Guck mal, das muss man erstmal wissen. Jetzt muss man wissen, dass man P drücken muss. Ja, hier muss ich, kriege ich nämlich gar nichts rein. Kern, jetzt. Lichter. Also das ist schon krass. Man kann wirklich hier so viel einstellen. Sauerstoff, Kraftstoff, bla bla, Signale. Geräte, hier ist der Kern. Hier ist er drin. Aktiv. Fahrt anzeigen. Okay. Schwebesystem fehlt, Generator fehlt, da steht was. Also Generator muss ich bauen, Treibstofftank, Cockpit, Schubdüse, Schwebesystem. Naja, das sind so jetzt die Dinge, die ich jetzt dann bauen muss. Ich bin gespannt. So, kann ich auch irgendwie einstellen. Signallogik, okay. Schaltkreis und so. Das ist, es ist, wie gesagt, echt extrem. CPU muss ich sogar noch mehr hier bauen. Tier 1, CPU. Statistik, hier sieht man es ungefähr. Also ich baue jetzt sozusagen erstmal so ein Schwebeding. Wir werden sehen. Power, Sauerstoff, Schild. Hat natürlich nichts an. Ah, das. Achso, ich kann die Gruppen bauen. Okay. Alles klar. Reparaturvorlage speichern. Okay. Ja, wir bauen es erstmal. Also wir brauchen einen Generator. Bauen wir mal einen Generator. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Für so einen Generator. Das Zelt übrigens ist nur zum Schlafen da. Es ist eigentlich nichts weiter. So, Kraftstofftelle, Wasserkanister. Wo ist Generator? Klonkammer, O2-Tank, da ist der Generator. Kann ich auch einen großen bauen? Generator klein? Ja, was brauche ich denn dafür? Hier sind zwei Generatoren. Toll. Schubdüse, Schwebesystem, Passagiersitz, Treibstofftank, Generator, Kühlschrank, Scheinwerfer, Detektor. Andockplatte, Boden, Cockpits, Treibstofftank klein, Generator klein. Ja, was nehme ich denn am besten? Steht da irgendwas da, wofür es ist?
Ah, der ist luftdicht und der nicht. Ja, das ist jetzt, das meine ich ja damit. Man muss jetzt wirklich selber rumprobieren, selber rausfinden, wie was hier funktioniert. Das finde ich ein bisschen, ja, es ist sehr vage. Ich meine, manche mögen diese Freiheit, aber ich zum Beispiel mag sie nicht. Ich habe gern Leitfaden. Das ist wieder blöd. Sehe ich das? Generator fehlt. Ja, steht nicht da. Aber was Schwebesystem erstmal. Schwebesystem. So. Das war wohl einfacher. Schwebesystem ist das hier, 1x1. Oder gibt es einen anderen? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. So, wir bauen erstmal Schwebesystem. Ach, kann ich gar nicht freischalten. Warum nicht? Muss ich erstmal freischalten. Moment. Habe ich das noch nicht, oder was? Generator. Hier. Weil steht auch nicht da, wofür er ist, ne? Verstehe ich nicht. So. Kleines Raumschiff, Generator, Licht, Treibstoff, Kühlschrank. Wo hast du es denn? Passagier, Rolltore, Scheinwerfer, Bodenkleider, Generator. Da ist auch nochmal Generator. Aha. Schubdüse. Ihr Schwebesystem. Freischalten. Okay. Habe ich noch andere Schwebesysteme? Aber warte mal, hier steht, das ist nur ein Schwebeding. Das ist gar kein Raumschiff. Das ist nur so ein Schwebeding. Generator steht hier. Schwebesystem fehlt. Hier steht Schwebesystem 1 und 1. Also. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber egal, wir bauen das mal. Hält BG in der Schwebe, platziert mehr Schwebesystem und beachtet die Gewichtsverteilung, um das BG optimal auszubalancieren. Auch noch. Das heißt, ich brauche bestimmt 4 Stück davon. So, brauche ich Elektronik. Wieder mal Elektronik. Okay, so, Elektronik und Glasfaser. Ich verstehe nicht, warum der das wieder nicht selber baut. Oder muss ich dafür so einen Konstruktor bauen, ein kleiner Konstruktor? Gerät für die Produktion fast alle Vorlagen, normale Geschwindigkeit. Egal, so Glasfaser, Elektronik. Glasfaser, brauche ich Siliziumbarren? Kann ich die bauen? Nein. Brauche ich wieder Siliziumerz, das was ich wieder nicht habe. So, Kupferbahn, Siliziumbahn, alles klar. Das heißt, wieder ganz viel sammeln gehen. Ressourcenmodus, okay. Mal gucken hier. Ressource, Ressource, Ressource. Ich will mal schauen, was es gibt. Was ist hier? Oh. Hier ist was. Dings. Okay. Hier, da mal hin. Mal gucken. Eigentlich kann ich auch mit so einem Hoverbike hier fahren. Wir gucken mal, ob es da größere Ressourcen gibt, die wir einfach abbauen können. Also die Steuerung mit diesem Hoverbike ist echt grauenvoll. Mausempfindlichkeit, Controller aktivieren. Das Problem ist halt, dann ändere ich aber alles, ne? Bestimmt. Und hier ist ja okay, aber hier nicht. Naja. Da fliegt doch. Ah, musst du das so machen. Alles klar. Juhu. Alter. Ressource entdeckt. Siliziumlager. Ah. Ja, das brauche ich doch. Schön. Hier unten drunter ist es. Ist doch gut. Haben wir irgendwelche Gegner hier?
Sieht interessant aus. Okay, Siliziumlager. Also hier unten muss ich graben. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich einen Tunnel bauen. Und dann geht's los. Tschück. Bisschen hier Platz frei machen. Deswegen, das ist schon cool gemacht. Man kann also wirklich schön alles aushöhlen. Terraforming ist echt eine coole Idee. Ich glaube, im Untergrund sieht diese ganzen bösen Monster. Ich sehe natürlich auch wieder nichts. Das ist echt schade. Geht es jetzt nicht weiter oder was? Siliziumlager. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier wieder hochkomme. Nicht, dass ich hier irgendwie einfach nur hier drauf abbaue und dann komme ich nicht mehr hoch. Das scheint nämlich so. Gut, ja. Ah, okay. Kann ich gleich so abernten? Okay, das ist also eine Fläche. Das ist nicht nur ein Block, sondern eine richtig schöne Fläche. Okay, aber da kann ich wohl auch mein... Das ist ein anderes Objekt im Bereich, okay. So, ich kann jetzt irgendwie hier auch... Ich nehme mal den mit. Nicht, dass er sich wieder abbaut, ganz gefährlich. So, oh, Riesenloch. So, jetzt kommt meine Drohne zum Einsatz. Durchgucken, Zerlegemodus, zack. Wie soll das gehen? Ach so, die hat kein Dings. Ah, die kann ich also nicht nutzen. Ich kann also nur rumfliegen, um zu gucken, ob alles sicher ist. Schließe den Helm. Ich habe gar keinen Helm. Ich habe gar keinen Helm. Ah, ich muss den Helm schließen, aber ich habe keinen. Okay, da muss ich so... Also bei der Anleitung war so vorhin, bei der Videoanleitung, man kann wohl mit der Sonde... auch später abbauen. Aber man muss natürlich wahrscheinlich das Modul dafür haben. Kann man wohl jetzt nicht. Okay. Ich bin gespannt, wie tief es runtergeht hier. Ah, das steht sogar hier 70% noch Erz übrig. Okay. Cool. Aber das mit Abbauen dauert schon lange, muss ich sagen. Das ist schon. Oh, mein Inventar ist jetzt auch noch voll. Okay. Das ist auch nochmal das nächste Problem. Das Inventar voll ist, ey.
Oh Mann, ernsthaft. Gut, bringen wir den Scheiß einmal zurück. Ist auf jeden Fall cool. Siliziumlager, dass du sowas gefunden hast, das ist echt top. Und jetzt ist schon wieder mein Dings hier weg. Da. Ui. Aber mit der Steuerung könntest du noch ein bisschen arbeiten. Das könnte echt noch ein bisschen besser sein. Das ist so. Es wirkt sehr schwerfällig. So, da auch wieder dunkel wird, schlafen wir. Und damit verabschiede ich mich auch. Und ja, ich hoffe, konnte dir einen kleinen Einblick gewähren in das Spiel. Schlecht finde ich es nicht, aber es ist halt sehr umständlich, ne? Ja, wir werden sehen, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Und würde mich freuen über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Auch über, wenn du weitere Folgen sehen möchtest oder andere Spiele sehen möchtest, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss, tschüss.